Ja, moin moin Leute, weiter geht's bei Terraria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ihr habt's ja schon mitbekommen wahrscheinlich beim letzten Mal, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dass wir jetzt zum einen diesen Impfstab hier haben und zum anderen habe ich dieses Fireproof Bugnet, so hieß es glaube ich. Ne, warte, wir können mal eben gucken hier. Lavaproof Bugnet, genau. Und damit kann man scheinbar dann auch den Feuerschmetterling und so fangen. Ich frag mich halt nur, ob ich die dann jetzt auch immer fürs Angeln in der Lava brauche. Also es gibt ja die Lava-Angel, mit der man nur in Lava angeln konnte. Und ob man jetzt auch die passenden Köder dafür braucht. Naja, finden wir es heraus, Leute. Aber erstmal will ich hier nochmal in unseren Tunnel rein. Achso, und ich wollte immer noch testen, wie das mit der Lava ist. Ob ich in der Lava schwimmen kann oder nicht. Oh, moin. Ja, ey, wenn ich jetzt hier auch Feuer mache, ist es ganz schön verwirrend, muss ich ja gestehen. Da weiß man gar nicht mehr, was von einem selber kommt und was von den Gegnern ist. Na ja, gut, okay. Hier, Hellstone, her damit. Alles her damit. Dankeschön. Wir können auf jeden Fall auch noch ein Stückchen näher rangehen. Unser Abfluss hier sollte auf jeden Fall funktionieren. Und es reicht... Ach, guck mal, die machen richtig schön Schaden da dran. Es reicht auf jeden Fall, wenn ich jetzt so weit mache, dass ich wieder 60 von den Hellstone-Dingern habe. Für den Moment brauchen wir nicht mehr. Habe ich die noch dabei? Ja, 15. Okay. So, die nehmen wir nochmal mit. Guck mal, da kamen nochmal 12 dazu. Sehr gut. Diese dicke Ader, die hier vielleicht, wenn wir rankommen... Hier unten ist noch eine, die sieht hier zwischendrin auch scheinbar. Warte mal, wir können ja mal gucken. Es geht halt so schön schnell, wenn man das dabei hat, ne? Das, ah, jetzt ist da unten. Warte, vielleicht geht es da so sogar schneller. Oh ja, guck mal hier, da ist noch ein paar. Ah, wir gehen einmal nach da ganz unten. Ah, hier sind sogar mehrere Dinger noch. Okay. Baue ich erstmal hier so einen kleinen Abfluss wieder hin. Ihr kennt's. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich den Hellstone auch bekomme. Also immer so, ich sollte jetzt einfach hier von links nach rechts arbeiten. Ist vielleicht das Beste. So ist die Reichweite ja zumindest von uns, kriegen wir die Sachen hier noch, ne? So, her damit. Dankeschön. Dann geht's hier weiter. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da wieder nicht reingrabe. Das hat mir beim letzten Mal die Arbeiten ein bisschen erschwert vielleicht. Und dann wieder fleißig von unten nach oben. So wie man es halt macht bei Hellstone. So, okay. Bei wie viel sind wir? 52. Na guck mal, dann haben wir es doch schon so gut wie geschafft. Dann würde ich sagen, holen wir uns diese Ader hier noch. Die ist auch schön groß. Warte, zack. Ich überlege gerade, wir könnten ja auch hier... Ich kann hier jetzt ja ein bisschen Asche hinmachen. Obwohl, das kann eigentlich auch da ganz unten rein. Ja, warum nicht? Dann haben wir hier... Guck mal, das ist quasi schon mein Abfluss, den ich jetzt hier habe. Da muss ich nur... den einmal kurz... Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Muss ich nur einmal kurz den Durchbruch machen. Und du kommst als erstes da weg. So. Okay, ich hangel mich hier oben ran. Aber so, dass ich dieses Lava-Vorkommen jetzt nicht anschlage, das wäre wieder sehr schlecht. Au, oh, okay. Ja, das war sehr schlecht. Egal. Haben es ja überlebt, Leute. Und ich glaube, wir sollten jetzt... Oh ja, 66 habe ich. War da, ist da unten noch was? Nö. Dann lass uns wieder nach oben gehen, dass wir das Schwert haben. Ich sollte mir vielleicht überlegen, dass wir uns das Schwert auch noch schnell herstellen. In dieser Folge. Sollten wir noch hinbekommen. Das heißt, wir müssen noch einmal ganz kurz in den Dschungel gleich. Also, was ich meinte, ist halt das richtige Schwert, ne? Das, was ich aus Night's Edge und so weiter noch herstellen kann. Habe ich Night's... Ne, warte, Night's Edge heißt das Schwert. Ich meinte gerade das Schwert, das ich hier aus dem Dingens herstellen kann. Notfalls kann ich halt den Eater nochmal besiegen. So. Ach so, hat genau gepasst. Okay, dann kommt ihr hier rein. Und das hier kann bei den Blöcken... Wo habe ich Blöcke? Hier. Asche? Ist hier Asche? Warte. Nee. Ich hatte irgendwo Blöcke 2.0, ne?
Warst du Blöcke 2-0? Nee, wo war denn Blöcke 2-0? Da, okay. Komplett ab vom Schuss. Da kommt die Asche rein. Obwohl ich die Asche auch mitnehmen könnte jetzt, um den Weg zu bauen. Obwohl ich baue den Weg eigentlich lieber aus Plattform. Da müsste ich mal wieder, glaube ich, ein paar Bäume fällen, ne? Dass ich noch mal wieder ein paar neue Plattformen habe. Obwohl ich auch immer noch nicht sicher bin, ob ich überhaupt so einen langen Weg jetzt bauen will. Ich könnte auch einfach Dynamit kaufen. Ich weiß nicht genau, wie viel Dynamit man braucht. Dynamit macht schon ziemlich viel Schaden. Damit sollte die Wall eigentlich kein Problem sein, glaube ich. Die Viecher hier sind schon stark, ne? Ich meine, dann haben wir auch noch unseren Zauberspruch. Oh, Blood Moon. Leute, weißt du, was wir machen könnten? Während des Blood Moons angeln. Weil da gibt es wohl spezielle Viecher, die da spawnen und alles. Das heißt, wir gehen mal eben... Gehen mal hier hin. Und dann angeln wir hier mal ein bisschen. Und gucken mal, was wir so hier rausbekommen. Hab gehört, da können... Oh, Neon-Tetra. Okay, ich hab gehört, da können böse Viecher auch. Ah ja, guck mal hier, sowas zum Beispiel. Wow, 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 du machst ja wirklich... Hallo. Zombie, was, wie hieß der? Zombie-Meermann. Ah, okay. Oh, 14 Silber. Moin. Na ja, gut. Mal gucken, vielleicht droppen die ja irgendwas Cooles. Und so schnell haben sich unsere Pläne schon wieder geändert. Es ist halt immer so bei Terraria, ne? Man macht irgendwas und dann auf einmal macht man... Oh, Wooden Crate. Das erste Mal, glaube ich, dass ich eine Dingens bekomme. Eine Kiste. Unsere Bait ist gerade kaputt gegangen. Können auch mal wieder eine bessere Angel herstellen. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Material man die nächstbeste Angel herstellen kann. Irgendwann kriegen wir auch eine vom Angler, aber ich glaube, da müssen wir echt viele Quests für machen. Ist halt auch die Frage, ob wir die Quests noch machen wollen oder nicht. Wie gesagt, ich liebäugel immer noch, dass wir im Master Mode dann ein bisschen mehr Gas geben und dort ein bisschen mehr machen. Zum Glück zieht er die Gegner aber nicht direkt zu uns. Das wäre noch schlimmer. Wenn die Gegner dann direkt so einfach bei uns wären. Na, hm. Mal eben hier schauen. Guide to Plant, okay. Ach, guck mal, was wir bekommen haben hier. Sailfish Boots, okay. Und wir haben Bait bekommen. Jebaited. Ich überlege gerade, wir gehen mal auf die andere Seite, Leute. Weil dann kommen immerhin noch ein paar Gegner. Die können ja auch was droppen. Weil irgendwie, hier ist ja die Siedlung. Ich glaube, die Leute sorgen dafür. Was glitzert da denn so? Ach so, das sind meine... Auf wen schießt ihr denn, Leute? Könnt ihr hier rüberkommen? Hier kommen Gegner zu mir. Es wäre ganz geil, wenn ihr die besiegen könntet. So, ja, der Piranha ist jetzt eigentlich kein Problem. Ach, guck mal, die machen... Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt haben sie getroffen. Aber die können scheinbar nicht so wirklich da reinschießen, wa? Irgendwie angeln wir nichts Cooles. Nochmal eine Box. Wieso angel ich denn so viele Boxen heute? Ein bisschen Bait, okay. Mining Potion. Nochmal eine Box. Hallo? Hilfe? Oh, was? Leute! What? Okay, ich weiß, wo die ganzen Spawnplätze jetzt waren. Ey, was zur Hölle? Wie viele Piranhas? Guck mal! Immer mehr! Gut, vielleicht ist es denn doch nicht so sinnvoll, aktuell hier zumindest beim Blutmond zu angeln. Die ganzen Piranhas. Krass. Nee, mit den Gegnern, die wir hier haben, mit den Minions, die wir haben, ist das irgendwie ein bisschen frustrierend, muss ich ja sagen. Und wir bekommen immer das hier. Double Cod. Okay. Ah, jetzt sind sie immerhin mal hier. Ja, guck mal, da kommen schon wieder die nächsten Piranhas. Okay, Fledermaus ist RIP.
dir diesen See an, Alter. Voll mit Piranhas. Bombenfisch. Da, mach das Auge. Danke. Aua, mach das. Danke. Konzentriere mich schon manchmal gar nicht mehr drauf, ob ich was fange überhaupt. Alter, guckt euch das an, ey. Das ist so, wie man sich so ein Piranha-Becken auch wirklich vorstellt irgendwie, oder? Man denkt ja immer so Piranha, so die ganze Horde so und du gehst ins Wasser und die fressen dich einfach direkt. So ist es ja überhaupt nicht. Aber so denkt man es halt. Töten erstmal die da drüben alle. Und jetzt, oh, guck dir die Horde an. Ist das geil. Oh, ich habe nur noch einen Diener. Wir sammeln mal eben hier das ganze Gold ein, was wir hier noch haben. Oh, was hat er denn gedrückt? Ein Kompass. Ah, ja moin. Okay. So, Leute, komm, dann gehen wir jetzt hier unten in den Dschungel rein. Ach ja, da kamen wir ja nicht mehr raus. Da war ja was. Hallo, Zombie, wie geht es dir? Also, ich brauche ein paar Dschungelspuren. Ist natürlich wieder dunkel. Ich habe eigentlich ein bisschen Licht unten zumindest gelegt. Positiver Nebeneffekt, wir sehen die Dschungelspuren vielleicht ein bisschen besser. Ich geh einfach mal in die Richtung hier. Auch mit dem ganzen Feuer ist jetzt ja nochmal ganz cool eigentlich. Hier ist leider überhaupt nichts an Dschungelspuren. Wie viele brauchte ich nochmal? 4 reichen, glaube ich, schon, ne? Wenn ich genügend Stinger habe. Aber ich glaube, wir haben genug Stinger. Ich glaube, Stinger hatte ich da drüben, ist eine. Ich komme jetzt ein bisschen schneller durch, dadurch, dass ich das Item drin habe und eine bessere Spitzhacke. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie vorher mega lange gedauert hätte. Oh, die hat direkt 3 gebracht. Das ist geil. Und da ist schon wieder eine. Dann haben wir es schon. Okay, dann müssen wir nur noch gucken mit, ist schon direkt kaputt gegangen. Alles klar. So, ja moin. Nehmen wir auch mit. Sterne. Sterne gehen immer. Guck mal, das müsste doch jetzt aber mal dafür sorgen, dass ich so ein bisschen mein Dingens endlich mal wieder weitermachen kann, oder nicht? Zombie-Banner, hallo, mein Inventar ist voll. Ein Shackle schon wieder. Wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Und was machen sie in meinem Lager, der Bräutigam? Hier gibt's nichts für dich. Geh weiter, es gibt hier nichts zu sehen. So, das war's schon. Ah, die haben die Tür geöffnet. Ja. Das können die ja, während Blutmond ist. Na gut, komm, dann töten wir ein paar von den Viechern hier. Meine ganze Planung habt ihr zunichte gemacht hier. Ihr Viecher. Da hinten wird noch scharf geschossen. Sagt der Tacho, wie weit ist denn die Nacht? Ich meine, der Blutmond aktuell... Weiß ich auch nicht. Bringt mir jetzt nicht so viel eigentlich. Kann ich mir schon geilere Sachen vorstellen. Zinnbarren habe ich gefunden. Ich glaube, die waren in der Kiste. Komisch, dass wir so viele Kisten bekommen haben, ne? Vielleicht gibt es nachts... Oder vielleicht, weil Blutmond ist, kann auch sein. Die Reichweite von denen ist echt krass, Alter. Ich glaube, die haben 4K-Auflösung aktiviert bei sich. Bin ja nur auf 1080. Ich sehe noch gar nicht, wenn da Gegner sind und die feuern schon wie die Irren. Guck's dir an, ey. So, den 50. Dribbler haben wir besiegt. Ich glaube, das war mein Diener. Aber hey, ich nehme den Fame natürlich auch gerne. So. Oh, hallo. Wenn die ein... Also, wenn die einen Gegner treffen, dann machen die, glaube ich, richtig Schaden. Bei mir scheinbar nicht. Noch ein Dribbler oder was? Ich weiß gerade gar nicht. Den Kompass kann man auch wieder upgraden mit sämtlichen Gedönse. Da kommt noch eine Sternschnuppe. Mal jetzt schon wieder 5 Sternschnuppen gefunden. Okay. Wo ist der Mond? Ich sehe ihn halt auch nicht. Ich werde hoffen, dass jetzt hier gleich mal vorbei ist. Ja, komm, sammel ein. Oh, guck mal hier, noch mehr. Boah. In der Wüste. Gibt es in der Wüste irgendwas Interessantes für mich? Ich glaube nicht. Gibt eine Sternschnuppe auf jeden Fall nochmal. Ah, hier wohnt inzwischen sogar wieder der Typ. Alles klar. Der Armstealer. Der sollte sich doch eigentlich auch... Oh, es wird eine Party geschmissen.
Ist er denn jetzt glücklich hier? Weil wenn der glücklich ist, könnte man ja mal gucken, ob er endlich hier einen Pylon verkaufen will. Ich meine, er hat immerhin... This is what I'm talking about. Yes! Okay, nice. Desert Pylon. Okay. Packen wir den schon mal hier hin. Nein, ich wollte eigentlich... Genau. Ich meine, die liegt da jetzt irgendwie... Weiß ich auch nicht. Also, Tripler Banner. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier einen Banner nochmal neu bekommen. Noch irgendwas? Nee, warte mal, ich kann mal eben hier alles soweit quickstacken. Außer, hahaha, die Heiltränke, die hätte ich schon gerne, wie gesagt. Ich mach mal so, obwohl dann könnte ja immer noch gestackt werden. Items. Beziehungsweise Tränke. Teleportation, was habe ich hier noch? Mining Potion. Den Mining Potion brauchen wir gerade eigentlich nicht. Der Kompass kann auch erstmal hier mit rein. Lege ich mal hier unten direkt zu den Sachen. Hier haben wir noch einen neuen Fisch geangelt. Fische sind hier unten. So, die eine Bait wurde auch verbraucht. Okay, ich glaube, das sieht gut aus so, ne? Zinn, achso, warte, Sekunde. Ist ein normales Erz. Zinnbarren, wir haben noch gar keinen Zinn. Ja, unsere Welt war mit Kupfer gesegnet, aber ich habe trotzdem hier für alles erstmal. Wolfram haben wir noch gar nicht gefunden. Okay, tranktechnisch wollte ich jetzt mal schauen. Ach, ich glaube, wir brauchen eigentlich nichts. Gravitation, damit könnte ich es natürlich auch machen. Inferno. Recall, Spelunga, Restoration, der heilt mich. Obsidian Skin. Ja, Immunity to Lava, na siehst du wohl. Dann nehmen wir den einfach. Okay. Ich habe ein paar Holzdinger abgebaut. Daraus wollte ich Plattform machen. Sollte reichen. Und dann 16 Minuten. Ich würde sagen, wir machen noch dort, was wir vorhatten. Beziehungsweise halt, warte, ich muss ja einmal gucken, ob wir die Stinger hier jetzt... Hatten wir 16 Stinger? Wo sind denn die Stinger schon wieder? Alter, ich blick hier nicht mehr durch. Das sind Wurmzähne. Also hier sind die. Ah ja, haben wir. Ich sehe sie schon. Warte, wir machen es mal eben so. 12 Stück brauchte ich davon. Und 12 Stück davon. Ich glaube, das reichte schon, um das Schwert herzustellen, richtig? Ja, genau. Okay. Und habe ich noch? Habe ich noch? Habe ich noch? 36. Ich hoffe, das reicht. Shadow Scales brauche ich dafür noch. Oder brauche ich Shadow Scales dafür? Es reicht für Lightsbane. Nice. Okay. Alles klar. Das ist gut. Erze. So, du kommst wieder hier hin. Ich glaube, ich packe das wieder bei den Erzen rein. Das braucht man sowieso immer hier. Gut, dann können wir die anderen Schwerter holen. Ich glaube, das musste man auch an einem... Ja. Ich frage den Guide nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das an einem Dingens machen musste. Und zwar Dämonenaltar, ja, genau. Halt, warte mal, brauche ich noch was? Ramasse? Halt, das hier. Lightspeam, Ramasse, Blade of Dingens, Fell Great Soul. Ich dachte irgendwie... erst man braucht noch das, das Dingens dafür, wie heißt es? Das Lichtschwert, aber scheinbar nicht. Von wo komme ich denn am besten? Ich weiß nicht, ob hier unten irgendwo ein Dämonenaltar ist. Ich glaube, von hier aus geht es tatsächlich am schnellsten. Gut, dann stellen wir uns das Schwert einfach nochmal her, dann haben wir es. So, hier musste ich jetzt gucken, ich glaube, der vierte war es erst, der mich ganz nach unten führte, ne? So, Arschbombe! Ja, genau, okay, das ist der lange. Und dann ab in die Hölle mit uns danach, Leute. Ja, 19er. Vielleicht machen wir es doch nächstes Mal. Ja, nächstes Mal hier. So, Night's Edge, na, siehst du wohl. Und 44, joa. Joa. Ist ein Anfang, sagen wir es mal so. Ich überlege, wie wir das am besten machen. Ich glaube, ich mache es so, dass wir hier mit der Laserwaffe, dann können wir hier... Da konnte man nicht gedrückt lassen. Mist, ich dachte, bei Muramasa ging das, glaube ich, doch schon, ne? Da hast du natürlich wieder ein Downgrade, was ich jetzt hier dann bekommen habe. Naja, gut. Mining Potion, was will ich mit denen eigentlich? Weiß keiner so genau. Tränke. Das ist alles voll, ne? Obwohl eigentlich nicht. Ah, dann machen wir es so. Gut, okay. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet.
Die Rüstung ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so stark, aber da würde ich sagen, wir gehen auf Obsidian-Rüstung oder sowas dann. Wir müssen ja, das ist auch so nervig jetzt im Hard Mode, ne? Du musst quasi, im Hard Mode musst du quasi mit der Spitzhacke, hier mit der Spitzhacke kannst du das erste abbauen. Dann musst du eine neue bauen, eine neue Spitzhacke, um das nächstbessere zu bauen, abzubauen. Dann musst du wieder eine Spitzhacke bauen. Ich glaube, das war so, glaube ich. Das ist eigentlich total wasted, ne? Aber gut, hey, müssen wir durch. Was soll's, und die restlichen Erze, die nutzen wir dann halt eben für eine Rüstung dann. Damit wir da ein Upgrade haben. Weil im Hard Mode wird die Waffe hier nicht mehr so stark sein. Mit 27 Schaden, da müssten wir uns wahrscheinlich hier drauf verlassen und notfalls dann mit dem Schwert. Und wir haben ja noch die beiden, dass wir da noch ein bisschen Damage rauskriegen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, zack, wir machen kurz dann hier einen Cut. Was heißt kurz? Ich mache hier die Folge zu Ende. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ja, wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall in den Hard Mode. Und, also, es sei denn, die Wall besiegt uns. Aber ich gehe mal nicht davon aus. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!